Den Deutschen Buchpreis 2017 für den Roman des Jahres verleiht die Börsenverein des Deutschen Buchhandelsstiftung an Robert Menasse. Eine Überraschung war es eigentlich nicht. Der österreichische Autor gehörte zu den diesjährigen Buchpreisfavoriten. Dennoch war die Freude groß und Robert Menasse sichtlich bewegt über die Auszeichnung für seinen Roman Die Hauptstadt, in dem er sich ironisch mit der EU-Bürokratie auseinandersetzt. Darin würden, so die Begründung der Jury, existenzielle Fragen des Privaten und des Politischen auf meisterhafte Weise miteinander verwoben. Ich bin sehr gerührt, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe natürlich keine Dankesrede vorbereitet, weil ich ja nicht gewusst habe, dass ich den Preis bekomme und ich schon seit langer Zeit nicht mehr für die Schublade arbeite. Ja, und wenn Sie da jetzt einen Europaroman preisen und loben, dann freut mich das, weil das wirklich ein prägender und unser aller Leben beeinflussender Prozess ist. Ich glaube, der entscheidende in unserer Lebenszeit. Ob das Projekt glückt oder ob es wieder mal scheitert und mit den Worten von Stefan Zweig die europäische Zivilisation zerstört.